Ich fahre mit dem Fahrrad, da es gesund ist. Ich möchte fit bleiben. Und außerdem ist es einfach schön. Also ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich so eine Bahn verpasse und auf die nächste warten muss. Wir betreuen Kinder. Ich fahre zu denen nach Hause, zum Beispiel, um die morgens für die Schule fertig zu machen. Wir waschen die, wir ziehen die an. Du tastest dich halt langsam ran und wenn es dir Spaß macht, läufst das nächste Mal 10, 15 Minuten länger und so wird es dann immer mehr. Ich bin kaum länger unterwegs, als wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren würde. Vielleicht eine halbe Stunde länger oder so, aber das ist ja an sich fast nichts. Was jetzt speziell mit Kind schwierig ist, wenn die U-Bahn ausfällt und er ist quengelig und ich habe so eingeplant, okay, wir schaffen das in 10 Minuten nach Hause. Die U-Bahn kommt jetzt gleich und dann fällt sie aus. Und dann hast du ein schreiendes Kind im Kinderwagen und denkst, oh Gott, nein. Ja. Man muss natürlich aufpassen, dass du nicht Uber fahren wirst. Also manchmal sind die Autos ein bisschen aggressiv, finde ich. Aber außerdem ist es ziemlich angenehm. Aber ich finde das eigentlich also relativ schön. Ich mag das so viel unterwegs zu sein und so spontan mit den Autos überall hinzufahren. Also ich habe auch Tage, wo ich dann mal über 100 Kilometer fahre und das dann überwiegend in der Stadt. Das ist dann schon sehr anstrengend, wenn man dann abends nach Hause kommt, da den ganzen Tag Auto zu fahren. Das ist eher die Freude an der Bewegung und die Wahrnehmung, die von Wind und Wetter und von der Natur ausgeht und die dann auf einen einwirkt. Ich bin halt auch so ein Bewegungstyp, kann irgendwie nicht so gut lange sitzen. Da kann man sich halt ein bisschen quasi auspowern. Das ist irgendwie ja, für mich jedenfalls ganz gut. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass wir einfach nur den Aufzug halten. Ne? Und der wird jetzt relativ überfüllt sein, denke ich mal. Mal gucken, wie viele Anläufe wir brauchen. Wir werden jetzt im dritten Aufzug landen. Noch zwei vor uns. Mein Büro ist da, wo ich gerade bin, sozusagen. Ich muss dokumentieren und ich muss mir Termine aufschreiben. Und das nutze ich dann gerade da, wo ich bin. Ob im Auto oder auf der Straße, das... Ja. So, yay! Guck mal, mein Schatz, da ist ja der Aufzug. Und der ist leer, den nehmen wir. Yay! Also Kinderwagen lohnt sich nicht, ganz ehrlich, lohnt sich nicht. Und natürlich ist es ein schönes Gefühl, noch einigermaßen gut drauf zu sein, fit zu sein. Und ich bin vor allen Dingen dafür dankbar, dass ich halt die Freude dabei empfinde, mich zu bewegen. Privat ist es dann so, dass ich dann eher mich drücke vorm Autofahren und das dann eher so auf andere schiebe und sage, ach komm, heute fährst du mal. Ja, also wenn du mit der U-Bahn fährst, dann siehst du nicht die Sachen. Also du fährst an nichts vorbei, außer so U-Bahn-Stationen. Und wenn du mit dem Fahrrad fährst, dann kannst du immer absteigen, was machen, einen Apfel kaufen.